Neben schönem Wetter und dem optimalen Schnittzeitpunkt spielt die richtige Einstellung der Erntemaschinen hierfür eine entscheidende Rolle. Landwirt Praxistipp. In diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, worauf es dabei ankommt. Beginnen wir mit dem Mähen. Wir waren unter anderem mit einem 2,60 Meter breiten Heckscheibenmähwerk von Pöttinger unterwegs. Alle Grundeinstellungen könnt ihr bereits am Hof auf einer ebenen befestigten Fläche vornehmen. Vor dem Anbau muss man das Spreizmaß der Unterlenker mit den Seitenstreben auf die Kategorie des Anbaubocks anpassen. Die Unterlenkerbolzen könnt ihr seitlich verstellen, um den Abstand zu den Traktorrädern oder den Überschnitt zum Frontmähwerk zu beeinflussen. Der Oberlenker sollte so lang sein, dass das Mähwerk möglichst waagrecht am Boden aufliegt. Die Entlastung und die Kinematik beim Heben und Senken des Mähbalkens funktionieren nur bei richtig eingestellter Hubwerkshöhe. Hier